Die besten Büros und Homeoffices in Österreich werden mit dem CBRE Office of the Year Award prämiert. Seit 2016 wird der Preis verliehen. Hunderte Einreichungen und Dutzende Preisträger sind ein Impulsgeber für die neue Arbeitswelt. Was sich geändert hat im Bürobereich, ist, glaube ich, vor allem im Bereich der Bürokonzeption, dass ganz, ganz neue Arbeitsmodelle inzwischen akzeptiert werden. Hybride Arbeitsmodelle. Ja, Homeoffice kombiniert mit Arbeit im Büro. Durch Corona, ganz klar, ist die Art und Weise ganz neu für viele, dass man so viel von zu Hause aus arbeitet, von Remote arbeitet. Vorher war es für viele ein Privileg, in Homeoffice arbeiten zu dürfen. Jetzt ist es ganz normal. Viele Unternehmen haben es so gestaltet, dass sie jetzt 2 bis 3 Tage Homeoffice zulassen. Wie spiegeln sich die aktuellen Diskussionen in den Büros und deren Konzepten und Gestaltung wider? Wann fühlen sich MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz wohl? Nicht nur diese Fragen führen zu anregenden Gesprächen am heutigen Abend. Also wenn man 8 bis 10 Stunden arbeitet und mit etwas zu tun hat, möchte man natürlich das Gefühl haben, dass es mir dort gut geht. Manchmal kann es auch zu Hause sein, dass ich es mir gut hergerichtet habe. Das Wichtigste ist, dass man Büroräume hat oder überhaupt Räumlichkeiten hat, wo man je nachdem, wie ich mich fühle und welche Arbeit ich machen möchte, ich auch diese Flexibilität habe. Es gibt Offices, es gibt Büros, da sitze ich vom Computer, aber im selben Büro hat man auch eine eigene Area eingerichtet, die wirklich wie ein Kaffeehaus ist. Man unterscheidet in Zukunft zwischen 2 großen Bereichen. Das ist einmal dieser reine Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, sprich die Bildschirmarbeitsplätze. Und dann gibt es diese Kommunikationszonen. Das sind quasi Cafeteria, Sozialräume, Besprechungsräume, Brainstormingräume. Und die haben immer mehr einen Hotelcharakter. Und die sind auch so zu bewerten und die werden auch immer größer, weil dieses flexible Arbeiten immer wichtiger wird. Die Erwartungshaltungen der MitarbeiterInnen sind hoch. New Work heißt es nicht nur für bestehende, sondern auch für zukünftige Kolleginnen. New Work ist für uns ein sehr wichtiges Thema, insbesondere der Generationen-Clash, der jetzt aufeinander kommt, alle Bedürfnisse zu decken und für jede Generation das zu bieten, was gebraucht wird. Das findet sich in den Räumlichkeiten wieder, das finden sich in digitalen Tools wieder, aber das findet sich auch in Kollaboration wieder, gemeinsam im Office zusammenzuarbeiten, kreativ zu sein und zukunftsweisend sich auszurichten. Unternehmen stehen unter Druck, vor allem der War for Talent ist sehr groß und Mitarbeiter gute zu finden wird immer schwieriger und ganz generell die Leute dann nicht nur zu finden, sondern auch ins Büro zu bekommen, weil weltweit vereinfacht kann man sagen, dass die Unternehmer den Mitarbeitern 1 bis 2 Tage Homeoffice geben wollen, aber die Angestellten wollen 2 bis 3 Tage Homeoffice haben. Mit dem Office of the Year Award setzt CBRE neue Impulse für österreichische Unternehmen.